Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Video möchte ich mal der Frage nachgehen: Was ist eigentlich ein Stern? Wenn wir in einer sternklaren Nacht mit dem bloßen Auge an den Himmel blicken, können wir, je nachdem, wo wir uns befinden, bis zu einigen tausend Sterne sehen. Auf dem dunklen Land natürlich wesentlich mehr als aus der lichtverschmutzten Stadt heraus. Wenn wir ein Fernglas oder ein Teleskop benutzen, dann sehen wir natürlich noch mal deutlich mehr Sterne. Je mehr, je größer die Öffnung des Instrumentes ist. Aber was sehen wir da eigentlich? Was sind Sterne? Manchmal höre ich die Ansicht, dass die Sterne das Licht unserer Sonne reflektieren, so wie der Mond oder die Planeten oder die anderen Objekte unseres Sonnensystems. Das stimmt aber nicht, denn die Sterne sind viel zu weit von uns entfernt. Nur mal zum Verständnis: Der Mond ist zum Beispiel so weit von uns entfernt, dass das Licht von ihm bis zu uns etwa 1,3 Sekunden braucht. Die Sonne ist schon so weit entfernt, dass das Licht von ihr bis zu uns etwa 8 Minuten braucht. Pluto, der jetzt Besuch von einer amerikanischen Raumsonde bekommt, ist so weit von uns entfernt, dass das Licht von ihm zu uns etwa 5 Stunden braucht. Und der nächste Stern zu uns ist schon 4 Lichtjahre entfernt. Das heißt, sein Licht braucht etwa 4 Jahre, bis es uns erreicht. Sterne sind wie unsere Sonne oder anders ausgedrückt, unsere Sonne ist ein Stern. Wenn wir also verstehen, was die Sonne ist und wie sie funktioniert, dann verstehen wir auch, was die Sterne sind. Schauen wir uns unsere Sonne doch mal etwas genauer an. Unsere Sonne ist groß. Nein, sie ist riesig. Sie ist der gewaltigste Körper in unserem Sonnensystem. Immerhin finden wir in der Sonne gut 99,9% der Masse unseres Sonnensystems vereint. Also nur gut 0,1% der Masse entfallen auf die Planeten, auf die Monde, auf die Kometen, auf die Asteroiden und was es sonst noch in unserem Sonnensystem gibt. Nur 0,1% der Masse. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar groß. Aber die Sonne versetzt uns noch viel mehr in Erstaunen. Das wird deutlich, wenn wir die Sonne mal mit der Erde vergleichen. Die Sonne hat einen Durchmesser von gut 1,4 Millionen Kilometer. Wir bräuchten gut 109 Erdkugeln, die wir aneinanderreihen müssen, um den Durchmesser der Sonne zu bekommen. 109 Erdkugeln. Aber es wird noch besser. Wenn wir die Masse der Sonne mit der Erde aufwiegen wollten, so bräuchten wir 332.207 Erdkugeln, um die Masse der Sonne zu bekommen. Und das sind gut 200 Milliarden mal Milliarden mal Milliarden Kilogramm. Wenn wir das Volumen der Sonne mit Erdkugeln auffüllen wollen, so bräuchten wir 1.302.000 Erdkugeln. Unglaublich. Diese gewaltige Masse der Sonne sorgt auch für eine immense Anziehungskraft. An der Sonnenoberfläche hat die Sonne eine Anziehungskraft, die 30 Mal stärker ist als die Erdanziehungskraft auf der Erdoberfläche.
Jetzt wollen wir uns mal die Sonne noch genauer angucken, beziehungsweise wir wollen mal in sie hereingucken. Zumindest mit diesem Modell können wir das machen. Die Sonne ist ein gewaltiger Ball aus Gas, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. In ihrer äußersten Schicht, der sogenannten Photosphäre, kommen noch weitere Elemente vor, wie zum Beispiel Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und so weiter. In der Photosphäre entsteht auch das Licht, das wir von der Sonne sehen können. Hier herrscht eine Temperatur von 6000 Kelvin oder 6273,5 Grad Celsius. Sie werden jetzt sagen, das ist richtig heiß, aber das ist noch gar nichts gegenüber der Temperatur, die im Sonnenkern herrscht. Denn dort sind es unglaubliche 15 Millionen Grad heiß. Im Sonnenkern ist auch der Druck bzw. die Teilchendichte unglaublich groß. So groß, dass nicht nur die hauptsächlich vorkommenden Wasserstoffatome ihrer Elektronen beraubt sind, das heißt, sie sind geladen. Diese Art von geladenem Gas nennt man Plasma, sondern sogar so groß, dass die Wasserstoffkerne miteinander verschmelzen. Dabei entsteht Helium und Energie. Man nennt diesen physikalischen Prozess Kernverschmelzung oder Kernfusion. Aus dieser Kernfusion setzt die Sonne ihre gewaltige Energie frei. Aus vier Wasserstoffkernen werden über Übergangsstufen letztendlich ein Heliumkern gebaut. Dabei werden zwei Neutrinos frei, zwei Positronen oder Antielektronen und eine gewaltige Menge von Energie, von Photonen. Pro Sekunde werden in der Sonne 635 Millionen Tonnen Wasserstoff in 630 Millionen Tonnen Helium umgewandelt. 5 Millionen Tonnen an Materie wird in Energie umgewandelt. Die im Kern entstehende Energie wird in erster Linie in Form von elektromagnetischer Strahlung nach außen transportiert. Wie wir in dem Modell hier sehen können, umgibt den Sonnenkern eine wesentlich größere Zone mit heißem Gas, die wir als die Strahlungszone bezeichnen. Danach, nach der Strahlungszone, nach außen kommt die sogenannte Konvektionszone und dann kommt die Sonnenatmosphäre mit Photosphäre, Chromosphäre und drumherum dann noch die Korona. Die bei der Kernfusion entstehenden Neutrinos, diese kleinen Teilchen, haben die Sonne recht schnell verlassen. Das liegt daran, dass sie kaum Wechselwirkungen eingehen und deswegen recht schnell aus der Sonne raus sind und für uns auch recht schwer nachzuweisen sind. Ganz anders aber die Strahlungsteilchen oder Photonen. Sie kommen in der Strahlungszone nicht wirklich weit, da sie ständig gegen die Elektronen der Wasserstoffatome stoßen. Dort geben sie dann ihre Energie ab, das heißt, sie verschwinden, regen das Wasserstoff Atom an. Die Energie geht auf die Elektronen über. Wenn die Elektronen dann wieder ihre Energie abgeben, entstehen wieder Strahlungsteilchen, die dann nur einen kurzen Weg zurücklegen und dann wieder gegen das nächste Elektron stoßen. So geht das hin und her. Und der Weg eines Photons ist nicht ein geradliniger Weg durch die Strahlungszone hindurch, sondern ein Zickzackweg.
Das kann dazu führen, dass die Energie aus dem Kern durch die Strahlungszone einen immens langen Weg zurücklegt und dafür auch sehr lange braucht. Und da kann die Energie durchaus einige hunderttausend bis Millionen Jahre brauchen, um die Strahlungszone zu durchqueren. Einmal am Rand der Strahlungszone angekommen, geht der Energietransport mit Konvektion weiter. Das heißt, am äußeren Rand der Strahlungszone werden die Gase, die in der Konvektionszone sind, aufgeheizt, sie steigen nach oben, geben dabei langsam ihre Energie ab und fallen dann wieder nach unten. Dass wir eine Bewegung der Gasmassen haben, wie wir es zum Beispiel von der Erdatmosphäre kennen oder auch vom Wasserkochtopf. In der Photosphäre wird dann die Energie hauptsächlich in sichtbares Licht umgewandelt. So ähnlich verhält es sich auch bei den anderen Sternen. Sie produzieren in ihrem Inneren die Energie, die sie dann unter anderem in Form von sichtbarem Licht abstrahlen. Schaut man sich die Sterne aber mal genauer an, so wird man große Unterschiede feststellen können. Die Sterne unterscheiden sich in ihrer Masse, in ihrer Größe, in ihrer Leuchtkraft oder Helligkeit, in ihrer Oberflächentemperatur und in ihrer Spektralfarbe. Ganz besonders aber auch noch in ihrer Lebensdauer. Dabei gilt die Faustformel: je massereicher ein Stern, desto größer, heller und heißer ist er. Aber desto kürzer ist auch seine Lebensdauer. Heiße Sterne sind bläulich, kühle Sterne sind rötlich. Die Sterne, die wir am Sternenhimmel sehen können, unterscheiden sich aber auch in ihrem Entwicklungsstadium. Das heißt, am Sternenhimmel können wir junge Sterne sehen, die gerade entstanden sind. Sterne entstehen aus Gas- und Staubwolken. Und wir können sehr alte Sterne sehen, die bald sterben werden. Hauptsächlich sehen wir aber Sterne, die ähnlich stabil leuchten wie unsere Sonne. Das Spannende ist also, wenn wir an den Sternenhimmel gucken, dass wir nicht nur Sonnen wie unsere Sonne sehen, sondern dass wir hier auch die Entwicklungsgeschichte von Sternen in unterschiedlichen Stadien beobachten können. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, vielen Dank, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Würde mich freuen, wenn Sie das entsprechend würdigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und ihn auch weiterempfehlen. Und wenn Sie selber mal eine Frage zur Astronomie und auch zur Raumfahrt haben, dann können Sie sie gerne stellen, entweder hier in den Kommentaren oder mir einfach eine E-Mail schicken. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen viele klare Beobachtungsnächte. Ihr Oliver Debus.